Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Omen mit Shadow. Wir sind jetzt bei den Hexentürmen angekommen und sehen, dass hier schon Artillerie vorhanden ist. Wir haben hier eine weitere Kanone, die genauso wie unsere eigene funktioniert. Wir haben den Panzer schon aus der Vormission und jetzt haben wir noch zusätzlich einen Mörser bekommen. Diese Maschine feuert Sprenggranaten hoch in die Luft, von wo aus sie in die Reihen des Feindes einschlagen. Sie besitzt keine extrem große Reichweite und kann über Hindernisse im Gelände hinwegschießen. Ach, eine, nicht keine. Da die Granate in einem hohen Bogen fliegt. Mit zunehmender Zielentfernung nimmt allerdings die Treffergenauigkeit ab. Rüstungen bieten keinen Schutz gegen Treffer von einem Mörsergeschoss. Die Waffe ist äußerst geil in der nächsten Mission. Oder generell, weil sie übelsten Damage macht. Aber Moment, wir müssen uns was überlegen. Wir kämpfen jetzt gegen viel Artillerie. Ich überlege mir, ob ich vielleicht die magischen Gegenstände etwas anders aufteile. Nee, ich lasse das so alles. Oh, ja, okay. Einfach loslegen. So, wir sind hier unten, haben hier das Feld zur Verfügung sozusagen. Die Gegner kommen von hier oben aus dem Burgturm größtenteils. Hier sehen wir die Karte nochmal genauer. Hier unten können wir uns positionieren. Das da ist das Ork, Gegenteil zur Kanone. Und hier ist auch ein Mörser. Hier hinten müsste noch so ein Schleuder-Pfeilwerfer sein. Von hier kommen wahrscheinlich zwei Bogenschützeneinheiten, die sich ungefähr hier postieren. Ein Magier sollte mit dabei sein und ansonsten kommen hier nur Nahkämpfer an, die sich direkt in unser Artilleriefeuer begeben, wenn es gut läuft. Das Problem ist, wenn wir uns dort vorne positionieren, dann sind wir in der Reichweite von den Geschossen. Deswegen muss ich mich so weit hinten wie möglich positionieren. Der Mörser kann im Hintergrund bleiben, weil der kann ja über die Kanonen drüber schießen. Was hat der Zauberer für Sprüche? Flammenschädel und Feuerstoß. Ja. Nicht unbedingt das Beste hier, aber... Ich versuche mein Bestes. So, wir haben uns ziemlich weit hinten alle positioniert und können jetzt abwarten, dass die Gegner zu uns kommen. Los. Diese Türme sind von einer Pest befallen, die ich ausheilen werde. Hier mit Feuer Truppen. Und Schwert. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Wer noch unser Ziel erstes zugewiesen. Opfer, hoffentlich. Ziel zugewiesen. Feind gesichtet. Vier Kanonen und Ziel zugewiesen. Na, wenn die durchkommen. Ja, Milord. Oh. Feind gesichtet.
Hier hinten kommen noch Infanterie. Die sollten wichtig sein. Die dürfen nicht fliehen, die müssen fliehen. Sehr schön. Das war übrigens gerade die Kraft des Mörsers. Hat gleich die Hälfte vernichtet. Wie gesagt, die dürfen nicht fliehen. Die haben einen magischen Gegenstand, der sehr mächtig ist. Feind gesichtet. Mord, stell uns bei! Überall Menschen! Gut, die fliehen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Das wird jetzt knifflig. Feuer! Einerseits nahen uns ran, andererseits Feuer! Möchte ich nicht, dass sie so stark bleiben. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Feuer! 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 Feuer einstellen! Zu den Waffen! Attacke! Ich will die schnell loswerden. Zu den Waffen! Feind gesichtet. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Passt auf! Oh. Sammeln! Jawohl, Sir. Nee, die Rückzug! Sollen einfach wegrennen. Ziel zugewiesen. Dann kann... Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Weiter auf die geschossen werden. Ziel zugewiesen. Die wollen sich das Schild holen. Sammeln! Ja, Milord. Oh, dort kommen Bogenschützen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Flucht und der Magier. Feuer! Ziel zugewiesen. Jawohl, Sir. Feuer einstellen! Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. So, und jetzt auf den... Ziel zugewiesen. Feuer! 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 Ja, Milord. Ziel zugewiesen. Halt, kommen die nicht. Ja, genau, die. Der Schaman ist tot. Ziel zugewiesen. Feuer! Das ist nicht Feuer! 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 Jetzt weg mit denen. Ziel zugewiesen. Ach, die wollen schon Feuer! Wieder auf meinen Magier, oder wie? Jawohl, Sir. Ja, hingreifen Sie. Wir werden beschossen! Meine Infanterie. Feuer! Jawohl, Sir. Flucht. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Wir werden beschossen! War nimmer lang. Sehr schön. Ja, Milord. So. Wir machen jetzt Folgendes. Wir holen Jawohl, mit unseren Truppen dieses Schild, werden dadurch immun gegen Schusswaffen und können es dann mit den Bogenschützen da drüben aufnehmen. Ja, Milord. Währenddessen können, glaube ich, die Kanonen auch schon mitmachen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Ich hab es. Ja, Milord. Lass die mal ganz darüber laufen, ja, damit sie weg vom Mörser sind.
den sehen sie nicht. Wie ich es mir dachte, die müssen von den Armbrustschützen erledigt werden. Aber ich warte erstmal, bis die da vernichtet wurden oder wegrennen. So viel Zeit muss sein. Oh, schon erledigt. Ja, Milord. Ja, die nehme ich ins Visier. Jetzt müssen wir noch ein Stückchen vor. Okay. Feuer! Wir werden beschossen! Die werden zwar beschossen, aber durch den Schild wird es zu 99%. Manchmal geht ein Pfeil durch. Alles abgewehrt. Okay, die bewegen sich. Ja, Milord. Können wir schon erwähnen. Feuer! Halt, Kanone, Kanone, Kanone. Ja. Jawohl, Sir. Feuer! Ja, Milord. Die Bogenschützen bewegen sich jetzt. Wohin bloß? Feuer! Vorwärts! Unsere Infanterie glitzert hier schön vor sich hin. Vorwärts! Jetzt flüchten die schon wieder. Da hinten sind sie natürlich außer Reichweite. Das ist Mist. Ja, Milord. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Jawohl, Sir. Ich geh mal wieder. Hätte ich jetzt mal die Flammenflügel, dann könnte ich was machen, aber ausgerechnet in der Mission habe ich sie nicht. Nun gut. Oh, die kommen wieder. Ungeduldig. Feuer! Beide kommen jetzt. Jawohl, Sir. Feuer! Ziel zugewiesen. Na, ich heiße doch willkommen. Feuer! Da. Ziel zugewiesen. Jetzt muss nur noch getroffen werden. Jawohl, Sir. Zum Beispiel. Nein. Ziel zugewiesen. Falsche. Wieder. Feuer! Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Feuer! Feuer! Ja, Milord. Feuer! Übrigens, das war jetzt die erste Welle. Also, da sollten noch ein paar Nahkämpfer kommen. Aber vermutlich erst, wenn ich näher an die rangekommen bin. Vorwärts! Ich würde gern mit meinem... Feind gesichtet. Nee, kein Risiko eigentlich. Ja, Milord. Da kommen noch Nahkämpfer und... Ich will nämlich mit dem Zauberer unbedingt das nächste Level haben. Und dem fehlt nur noch wenige Kills. Ah.
Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wir werden beschossen! Fuck. Ich habe meinen Zauber getroffen. Tot. Die haben da was. Vorwärts! Wieder zurück. Vorwärts! So. Ja. Und jetzt? Das Problem ist, die Einheit, mit der ich jetzt vorgehe, vorwärts, gerät jetzt in den Beschuss. Jawohl, Sir. Da meine Armbrustschützen aber geschützt ja, sein Lord. Sollten, werde ich versuchen, mit denen so weit vorzugehen, bis neue Einheiten kommen. Das wird auch noch interessant. Wie soll ich die Artillerie loswerden? Ja, Milord. Was haben wir denn da Feines? Ich hab es. Ja, Milord. Einen Stärketrank. Vorwärts! Jawohl, Sir. Lower. Feind gesichtet. Okay, Gegner kommen. Jawohl, Sir. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Wir werden beschossen! Feind gesichtet. Oh. Okay, gegen Mörser sind sie also nicht immun. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Schön. Ziel zugewiesen. Jawohl, Sir. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Ziel zugewiesen. Feuer! Das Dumme ist Feuer! Jetzt... Feuer! Feuer! Jawohl, Sir. Zum Angriff! Das kämpfen einfach nicht. Angriff! Wir müssen angreifen. Attacke! Jawohl, Sir. Feind gesichtet. Angriff! Ziel vernichtet. Zum Angriff! Bis zum Tode! Ja, Milord. Sehr schön. Zum Angriff! Jawohl, Sir. Vorwärts! Nee. Ja, Milord. Mehr will ich nicht riskieren. Vorwärts! Entweder die flüchten oder die rekrutieren sich, ja, sammeln sich wieder. Ziel zugewiesen. Sollen meine Kanonen dafür sorgen, dass sie Feuer! Nicht wieder zurückkommen? Ah, die kommen Ziel wieder. Ziel zugewiesen. Feuer! Jawohl, Sir. Feuer!
Das war vernichtend. Oh, hätte gedacht, die konnte ich noch überrennen. Ne, die sind weg. So, jetzt wird's etwas kniffliger. Wir haben hier noch drei Artillerieeinheiten, die wir loswerden müssen. Ich würde sagen, wir nutzen den Schutz. Also der Panzer sollte gegen, zumindest gegen die Pfeile geschützt sein. Jawohl, Sir. Die müssten auch teilweise geschützt sein. Ja, Milord. Ich würde einfach sagen, schütze deren. Ach Gott, ist der langsam. Ja, Milord. Der soll einfach das Feuer auf sich nehmen. In den Kampf! Die ebenso. Zu den Waffen! Jawohl, Sir. Ja, Milord. In den Kampf! Wenn er kaputt geht, sei es drum. Attacke! Ich habe jetzt vor, meine günstigen Truppen vorzuschicken. Jawohl, Sir. Vorwärts! Feind gesichtet. In der Hoffnung, dass die das Feuer auf sich nehmen. Zu den Waffen! In den Kampf! In den Kampf! Ja, Milord. Wir werden beschossen! Ja, Milord. Und will mit denen, mit der Kavallerie, den Mörser ausschalten. Ja, Milord. Vorwärts! Zu den Waffen! Wir werden beschossen! Helft uns! Sorry, aber... In den Kampf! Wir werden beschossen! Oh, holy shit! Helft uns! Wir werden beschossen! Attacke! Vorwärts! Feind gesichtet! Wir werden beschossen! Helft uns! Zu den Waffen! Jawohl, Sir. Sind die gut. In den Kampf! Wir werden beschossen! Komm, ihr werdet zu... Attacke! Attacke! Ja, Milord. Ihr könntet ja schon ein Zum bisschen Angriff. Schneller laufen. Wir werden beschossen! Zum Angriff! Vorwärts! Zum Angriff! Ja. In Nein. den Kampf! In den Kampf! Wir werden beschossen! Zum Angriff! Zum Angriff! Zum Angriff! Okay, erledigt. Attacke! Zu den Waffen! Und der Dampfpanzer. Ja. Wir waren siegreich. Angenehm, sehr angenehm. Die Verluste habe ich auf die günstigen Einheiten. Ja, musste ich einfach machen. Da mein Zauberer hier keinen schönen Teleportspruch hatte. Naja. Zumindest gab es ordentlich Gold. Und Erfahrung. Schauen wir mal, 2200 Gold ungefähr. Wenn wir jetzt die Verluste auffüllen, haben wir Plus gemacht. Muss man mal sich anschauen. Hier, so einer kostet 20. 50.
Am teuersten waren, glaube ich, unsere Armbrustschützen noch. Das war in Ordnung. Und wir haben jetzt dieses neue Item. Schild des Ptolus. Auf dem Schild des Ptolus ist eine magische Myriade ablenkender Muster eingraviert. Diese Muster lenken Pfeile und Blitze ab und lassen sie vom Kurs abdrehen. Das Regiment des Trägers wird vor Geschossen von Bögen, Armbrüsten, Kriegsmaschinen und so weiter geschützt. Außerdem verleiht der Schild dem Regiment des Trägers eine Mindestrüstung, falls diese über keine verfügt. Dieser Gegenstand kann nur von Truppen eingesetzt werden, die normalerweise kein Schild benutzen können. Gut. Ach, normalerweise ein Schild benutzen. Okay. Eine. Warum hänge ich da immerhin keinen an? Naja. Stärketrank brauchen die nicht unbedingt. Wir sehen... Ah, der Magier hat nicht das Level bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist immer noch ärgerlich. Aber kann man nichts machen. Die Gegner sind einfach auf die falsche Seite gekommen, weil sie den Armbrustschützen gefolgt sind. Gut. Gibt's irgendwas sonst Besonderes? Nee. Kein weiteres Level. Nichts zu sehen. Weiter im Text. Hu, Bernhard! Was machst du nur hier? Du gibst dich dem Schwertkampf mit Grünhäuten hin, während die Legionen der Untoten durch das Imperium marschieren. Einfach so zum Zeitvertreib. Ihr da! Kanonen- und Mörsermannschaften! Bleibt, wo ihr seid! Wird der Krieg jetzt dein Beruf, Hexenjäger? Als Vertreter des Imperators werde ich eine dieser Kriegsmaschinen für die Mission nach Sylvania abkommandieren. Sehr geil. Was nun? Kanone oder Mörserwerfer? Was soll ich wählen? Du nicht. Ich treffe die Wahl. Ich werde hier nicht weiter Worte mit dir wechseln. Ich habe eine dringende Mission zu erfüllen. Ich muss sofort weg. Gibt es mehr Ketzer, die verbrannt werden müssen? Du wirst noch in der Hölle enden, Bernhard! Ich wurde dort geboren. Oh yeah. Wir nehmen den Granatwerfer, weil eine Kanone haben wir schon und der Granatwerfer kann halt auch, ohne dass man irgendjemand sieht, über jede Hindernisse hinweg einfach alles niederballern. Und wenn er trifft, dann ist die halbe Armee weg. Also morgen, was ist dein Entschluss? Mein Entschluss ist der Granatwerfer. Hauptmann, ich muss den Dampfpanzer nach Altdorf zurückbringen. Dank für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Klaus, wir setzen den Marsch nach Sylvania und zum Schloss Drakenhof fort. Jo, das machen wir. Eine Horde Untoter wartet vor uns. Sturmangriff! Oh, mal zur Abwechslung wieder Untote. Also, wir haben jetzt den Mörser bekommen. Den Mörser können wir gleich mal hier zwei Upgrades verschaffen. Kosten ja nichts, 120 und 240. Dann hat er volle Rüstung. Ja, der bleibt jetzt dauerhaft bei uns, das ist schon mal sehr geil. Geben wir ihm einen Stärketrank. Schaden tut's, ne? Dann ist er wenigstens aufgeräumt. Ich speichere hier ab und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Seid beim nächsten Mal wieder dabei.